So, herzlich willkommen zurück zu Far Cry New Dawn zusammen mit Cyronix, der da hinten irgendwo rumtourt. Schon wieder versucht, das Spiel zu backen. Come on. Okay. Wir haben letztes Mal Joseph gefunden. Er lebt tatsächlich noch, ist jetzt nicht unbedingt in seiner besten Verfassung. Und er hat auf uns gewartet und möchte uns irgendetwas zeigen. Deswegen würde ich sagen, wir folgen ihm einfach ohne weitere Umschweife. Alles, was wir auf Gottes Geheiß ablehnen. Ihre Seelen sind verdorben. Krank. Aber du... Du bist anders. Ich glaube, deine Seele ist würdig. Da wäre ich mir nicht so sicher. Dude, du hast noch so ein paar Narben auf dem Rücken. Wollte dir nur Bescheid geben. Ja. Wohin sollen wir? Was möchtest du uns zeigen, Joseph? Ich vertraue ihm immer, ich mag ihn überhaupt nicht. Egal, was er sagt, auch wenn er recht hatte, seine Methoden waren trotzdem barbarisch. Auch wenn er jemanden für einen Sünder hält. Aber wir haben seine Familie getötet. Ja, weil sie Leute gefoltert, aufgeknüpft und ausgeweidet hat. Aber seine Familie. Er war richtig traurig darüber, dass wir sie getötet haben. Ja, weißt du, wie viele Leute er getötet hat, die auch Familien hatten? Er hat nie jemanden getötet. Mhm. Oder? Oder hast du ihn jemals jemanden töten sehen? War es nicht immer seine Familie? Hitler hat auch niemanden selber getötet, außer Richtig. Sich selbst. Hitler war nur verantwortlich für... Millionen. Ja, und er auch. Okay, nicht für Millionen. Ich glaube, so viele waren es dann doch nicht, aber... Das ist ein hübscher Bär. Sind das Echt? Blissfässer? Ja. Oh, nö. Oh. Das ist die Hilfe, die du gesucht hast. Ein Baum? Gottes Geschenk an uns. Ein Apfel? Das meine Familie durch die dunkelsten Zeiten gebracht hat. Nein. Lass es mich dir anbieten. Unser Wunder. Was ist mit den ersten Leuten, die passiert, die in Eden einen Apfel gegessen haben? Hä? Als ich zum ersten Mal davon kostete, sah ich mich einer gefräßigen Bestie gegenüber. Es war meine Seele. Und in diesem Moment... wusste ich, dass ich die Bestie besiegen muss, um Gottes Geschenk würdig zu sein. Ich musste meine Seele reinigen. Denn andernfalls würde mich dieses Biest verschlingen. Das ist Gottes Prüfung. Nein, ist jetzt nicht diesen scheiß Apfel. Er ist die Schlange. Ist sie nicht? Oh Mann. Ich glaube nicht, dass wir da eine Wahl haben. Geh, töte die Bestie. Cool.
Wenn du Erfolg hast und deine Seele rein ist, dann hat Gott dich wahrhaft gesandt. Und ich kann mein Exil beenden. Unser Wunder ermöglichte es uns zu überleben. Aber dieses Geschenk hat seinen Preis. Es nährt die Seele eines Menschen. Aber wenn diese Seele verdorben ist, dann fordert dieses Wunder einen entsetzlichen Tribut. Oh, bekommen wir jetzt den Jähzorn? Nein, ich habe nur einen Bogen. Oh nein. Erstmal, ich habe nicht mal Brandpfeile. Und mein Sprengstoff ist auch nicht da. Wir sind verloren. Warte auf mich. Wir sollten zusammenbleiben. Den Bauch. Alter. Du kannst deine Bestie nicht im Dunkeln bekämpfen. Ah. Wo ist der? Da. Du musst alle Licht Signalfeuer machen. Ich hab erstmal den Bären abgeschossen. Oh, fuck! Ziele auf die Schwachstelle im Herzen deiner Söhne. Oh, hinter uns. Auf den Bauch. Ja. Yeah. Muss ich nochmal aufstellen? Komm, stell dich auf. Nice. Das Feuer reinigt die Seele. Okay, ich hab das zweite. Das letzte. Alter, das war knapp. Entfessle die Macht, die dich durchströmt. Ich habe keinen Bogen mehr. Ah, das ist der Jähzorn. Jawohl. Finally. Alter! Oh. Box den Bären! Hab ich früher mit meinem Teddy auch immer gemacht. Selbst wenn ich sie liebe, selbst wenn sie zur Familie gehören, wir dürfen die Bestie der Sünde nicht füttern. Oh Gott, das wird nicht gut ausgehen, sage ich dir. Easy. Du wirst die Hirtin meiner Leute sein. Begleite mich nach New Eden. Bin ich mal gespannt, wie die gucken, wenn da plötzlich Joseph ankommt. Wer wusste, du lebst? Unsere Zukunft hängt von der Einhaltung meiner Anweisungen ab. Wir können nicht mehr darauf bauen, dass Joseph uns rettet. Er kommt nicht zurück. Mach deine Augen auf. Wir müssen uns von ihm lossagen und... Vater! Ethan! Vater? Der Vater! Wo bist du gewesen? Unser Land wird belagert, unsere Leute werden bedroht. Und du verschwindest. Du gingst, als wir dich am dringendsten brauchten. Warum? Um Gottes Plan zu hören, mein Sohn. Um
Gottes Plan zu hören. Meine Kinder! Ich weiß, dass ihr gelitten habt. Und ich weiß, dass ihr Angst habt. Ich habe euch viel zu lange allein gelassen. Aber ich habe euch nie aufgegeben. Gott sprach zu mir. Und er hat mir einen Weg hinaus aus dieser Dunkelheit gezeigt. Wir werden uns nicht mehr hinter diesen Mauern verstecken. Wir werden von nun an nicht mehr nur hoffen, dass diese Heuschreckenplage uns in Frieden lässt. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen. Deshalb hat Gott uns sein Schwert gesandt. Hier! Gott hat ihre Seele geprüft und sie ist gut und sie ist rein. Und ich stehe hier vor euch, um zu bezeugen, dass diese Fremde unsere Hirtin ist. Vater! Und gemeinsam werden wir gegen die Horden vor unseren Toren kämpfen. Und gemeinsam marschieren wir in die Zukunft, die Gott uns versprochen hat. Nein! Du hast mich verlassen. Du hast uns verlassen. Ohne ein Wort, ohne Anweisungen. Ich musste führen, so gut ich eben konnte. Und jetzt kommst du zurück, als wäre nichts gewesen und übernimmst die Führung? Ja. Ich bin der Anführer hier. New Eden, folgt mir! Wir stehen hinter dem Vater. Denk dir jeden so. Ich weiß, du trugst eine schwere Bürde in meiner Abwesenheit. Ich verstehe das. Es ist Gottes Wille. Und manchmal müssen wir opfern, was wir am meisten wollen, um Gottes Wunsch zu respektieren. Was hast du je geopfert? Eines Tages siehst du das Licht. Ich verspreche es. Kommt! Lasst uns zusammen gehen. Wir haben viel zu tun. Sorry, aber das war einfach zu komisch. Okay, lass mal zu Ethan gehen. Also, hey, Ethan, du Memme. Er wollte gerade was sagen. Ja, ich weiß, aber ich hasse ihn. Du hast mich betrogen. Wir hatten eine Abmachung. Du solltest mir einen Beweis für seinen Tod bringen. Du hättest ihn töten sollen. Verschwinde. Ich will dich nie wiedersehen. Okay. So, jetzt darfst du. Der wird noch zum Problem, ich sag's dir. Ja, natürlich. Er wird sich mit den Highwaymen verbünden. Ja. Ey, wo rennt unser Maskentyp hin? Hallo? Achso, der geht ihn wiederbeleben. Nein! 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 Hast du mich verlassen? Okay. Puh. Glück gehabt. Gerade nochmal so. Nein! Okay. Okay. Wollen wir weitermachen? Puh. Warum sind die beiden wieder am Leben? Sprich mit ihm. Fuck. Achso, wir wissen das Ganze. Alter. Let's go. Okay, also. Wo waren wir? Vater. Bereits jetzt greifen meine Auserwählten. Bitte, du musst mich anhören. Ja, warte, wenn du weg bist, kann ich dich nicht anhören. Was ist hier passiert? Dafür wird Gott dich strafen. Oh. Mein Kind. Ich will doch nicht sterben. Ich habe etwas für dich. Ja, ich würde gern mit ihm reden, aber ich glaube, die müssen leben. Ja. Alter, hat der Typ ihn gerade abgestochen? Nein, er hat ihm eine Spritze gegeben. Also, Vater, dann sag mal. Warum hast du mich verlassen?
was? Mein Kind. Ja, jetzt komm. Was für dich. Nun, bereits jetzt greifen meine Auserwählten die Highwaymen in den langen Nächten an. Nun bitte ich sie, Kraft zu sammeln und auch am Tage zu kämpfen. Deine Freunde sollten diese Ablenkung nutzen und schnell handeln. Meine Familie kann nicht ewig kämpfen. Und was dich angeht, denk an Gottes Geschenk. Was du bisher erlebt hast, ist nur ein Vorgeschmack auf Gottes Macht. Vergeude sie nicht. Außerdem gestatte ich meinem Judge, dir zu folgen. Die sprechen nur eine Sprache, die der Gewalt. In der Hinsicht kann mein Judge dir helfen. Bevor oh ja. Bevor du unsere Hirtin sein kannst, musst du unser Schwert sein. Geh und mache dieses Land sicherer für alle, die in Frieden leben wollen. Okay. Josephs Geheimnis abgeschlossen. Heimkehr, Story-Mission. Okay, und wir haben jetzt den Judge in der Helferauswahl. Nice. Wow. Was hast du für ein Boost? Jump, hast du es gesehen? Wie benutzen wir jetzt diese neue Form, die wir haben? Weißt du das? Nee, es ist glaube ich auch noch nicht komplett freigeschaltet. Weil ich sehe auch keinen Meter oder sowas dafür. Okay, wir müssen in unserer Heimat-City und denen sagen, dass wir jetzt Verbündete haben. Er scheint auch... Schnellreise. Let's go. Aber... Keine Lust, 5000 Meter zu laufen. Was? Musst du gucken. Ich habe das auf meine Maus gebunden. Das heißt, Jezorn. Das ist jetzt das, was wir... Also du kannst es benutzen, oder wie? Theoretisch, wenn ich die Bar voll habe oder so. Ich weiß ja nicht, wie das getriggert wird. Ah, erstmal reden wir mit unseren Leuten. Das gucke ich dann auf Screen, wo ich das draufgelegt habe. Aber erstmal verbreiten wir die gute Nachricht. Beziehungsweise wir können noch eine Sache aufleveln eigentlich. Mach Bock das Leben. Auf legendäre Fahrzeuge? Nein, mach das Leben. Das Leben. Eine Station. Okay. Für 4 Balken haben. Kann ich das überhaupt machen? Nein, kann ich nicht machen. Ich habe nur 377 Ethanol, das reicht nicht. Oh. Also, was ist Captain Schnell? Ich kann sehen, dass du im Bliss warst. Ich wollte dich warnen. Hoffentlich war das, was du von Joseph bekommen hast, es wert. Rush ist weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Er wollte Informationen beschaffen, aber er ist nie zurückgekommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Bitte, geh ihn im County suchen. Ich passe auf die Leute hier auf. Sei vorsichtig. Okay, sprich mit dem Verbündeten. Sehr gut. Rush ist weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Highwaymen ihn haben. Einfach im ganzen County suchen. Rush, das ist der Einzige, den wir von Anfang an kennen. Der Typ, der so gut ist darin, Verteidigung und alles aufzubauen. Ach, ja, stimmt. Wie sollen wir ihn finden? Das County ist groß. Auf zum Helikopter. Ja, du sagst es. Fliegen wir einfach über alles drüber und gucken, ob wir ihn dann irgendwo finden. So, steigen Sie ein, wir fliegen los. Hast du das Riesending kaufen musst, ne? Aber das ist der einzige Stufe 3. Bist du drin? Ja. Okay. Jetzt die Frage, wo suchen wir ihn? Irgendeine Idee? Nope. Flieg einfach mal los, vielleicht triggert irgendwo ein Event. Ich meine... Siehst du? Wir haben doch gesagt, du sollst aufhören, dich zu wehren. Aber du hörst hier nicht auf uns. Wir haben deine Leute. Wir haben Rush. Komm zur alten Düngemittelfabrik. Da werdet ihr alle was lernen. Durch die Mangel-Story-Mission. Aus was Dünger hergestellt wird? Aus Scheiße? Oder was lernen wir da?
Also das braucht, also letzteres brauche ich nicht lernen. Weißt du, bist schon scheiße. Okay. Ey, wenn ich die Chance kriege, die beiden kaputt zu kloppen, Alter, ich werde es genießen und ich werde sie erst. Was ist das? Ich schlag der einen mit dem Schädel von der anderen den Schädel ein. Nein, also erst wird penetriert und dann wird getötet. Was? Oder es wird da, was? Was willst du machen? Na, vielleicht können wir sie auch einfach so lange penetrieren, bis sie tot ist. Was? Was? Ich sollte vielleicht gucken, wo ich hinfliege. Nein, du machst das schon. Wir könnten hier auch Folgenpause machen eigentlich. Mit einem Helikopter? Mitten im Helikopter, 300 Meter davor. Klingt das nach einem guten Plan? Eigentlich schon. Dann würde ich... da kann mich hier nicht umdrehen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Nächstes Mal bekommen wir dann hoffentlich Rush zurück. Sai ist leider rausgesprungen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei Sai auf Twitch vorbei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.